Warum du als Immobilienmakler mehr Fachkraft als alles andere bist. In diesem Video gehen wir jetzt mal genau darauf ein, was der Unterschied zwischen einer Fachkraft und einem Unternehmer ist. Und dazu musst du vielleicht ein paar Dinge erstmal ein bisschen nachvollziehen können. Und zwar, was gibt es denn überhaupt für Rollen in einem Unternehmen? Der allererste Punkt ist mal die Rolle eines Arbeiters, ja, also einer Fachkraft. Das zweite ist die Rolle einer Führungskraft oder auch englisch eines Managers. Und dann natürlich noch die des Unternehmers. Bei den Managern oder Führungskräften, das sind dann natürlich Vertriebsleiter oder Abteilungsleiter oder was auch immer, hat natürlich auch ein bisschen mit der Größe des Unternehmens zu tun. Und die Rolle einer Fachkraft ist, die Arbeit zu erledigen. Und die Arbeit einer Führungskraft bzw. eines Managers ist, sie zu organisieren, also Anweisungen zu geben und dafür zu sorgen, dass die Anweisungen auch umgesetzt und durchgesetzt werden. Und hier kommen wir schon zum ersten Problem, wenn du als selbstständiger Immobilienmakler mehr Fachkraft als Unternehmer bist. Denn Dinge zu strukturieren, also zu organisieren, ganz kurzer kleiner Exkurs, der Unterschied zwischen managen und organisieren ist relativ easy, aber wird von vielen falsch verstanden. Managen heißt durchsetzen, etwas durchzuführen, etwas zu Ende zu bringen. Ja? Also man könnte auch fast sagen zu closen. Und eine Führungskraft, die sorgt dafür, also das, oder andersrum gesagt, das Organisieren, ist das Schaffen von Strukturen, Anleitung, von Vorlagen, von Checklisten, also die Struktur. Man könnte auch einfach mal ein Beispiel des Objektverkaufs nehmen. Ja? Das heißt, erstmal strukturiert man den Verkauf. Wie machen wir es? Was folgt auf was? Das wäre organisieren. Das Durchführen ist der Verkauf selber. Ja? Also das Anleiten, wann ist was zu erledigen und vor allen Dingen, wie ist es zu erledigen. Ja? Und dann das Durchführen selbst. Ja? Das ist der Unterschied. So. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt Fachkraft. Also das heißt, du bist selber dein bester Mitarbeiter. Dann darfst du eine Sache eben nicht, nämlich nicht mehr darüber als Fachkraft, nicht mehr darüber nachdenken, wie du eine Arbeit erledigen musst, sondern dass du sie einfach nur noch durchführen kannst. Das ist im Übrigen auch das Hauptproblem bei der Führung und bei der Anleitung von Mitarbeitern. Wenn also du als Führungskraft und dann im oberen Maße als Unternehmer dir niemals wirklich Gedanken darüber gemacht hast, wie die Struktur, also was, wie und von wem es erledigt werden soll, bis wann, also mit entsprechenden Deadlines, dann hast du immer das Problem, dass du selber zwischen dem Facharbeiter und dem Manager Aufgaben hin und her titschst. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wenn du eine Arbeit erledigst und du musst aber darüber nachdenken, oh, wie muss ich denn das eigentlich machen? Ja, oder wo bekomme ich denn jetzt die Objektunterlagen her? Ja, das ist also sowas von wack am Ende des Tages und es ist unprofessionell vor allen Dingen so zu arbeiten. Also dann, wenn ich die Arbeit mache, darf ich nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie ich die Arbeit zu tun habe, weil das muss halt klar sein. Und das gibt die Struktur, das geben die Prozesse und das gibt das System vor. Und das ist sehr, sehr cool, weil dann kommen die PS auf die Straße und du hast keine Verwirrung mehr im Kopf, du hast kein Durcheinander mehr. Ja? Also bei jedem zweiten Handgriff musst du drüber nachdenken, was muss ich denn jetzt eigentlich, was folgt denn jetzt als nächstes und wie muss ich denn das jetzt eigentlich machen? Ja? So, also so kann man doch nicht arbeiten und so kann man vor allen Dingen keinen Erfolg haben und auch schon lange kein erfolgreicher Unternehmer werden. Ja? Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du einen Teil deiner Zeit dafür verwendest,
die entsprechenden Strukturen, Prozesse und Systeme aufzusetzen. Also jeder Bereich, Akquise, hat seine Struktur, seine Prozesse und sein System, genauso wie der Einkauf, seine Struktur, sein Prozess, seine Prozesse und sein System und genauso der Verkauf auch und alles andere im besten Falle auch. Weil dann wirst du in der Verteilung Fachkraft, Manager oder Führungskraft und Unternehmer auch genau die Dinge tun können, die du auf diesem Bereich oder in diesem Bereich tun sollst. Nämlich der Unternehmer, der ist verantwortlich, ja, wie so eine Art Adler, ja, der von oben über die Dinge draufschaut, also die Strategie festlegt. Und die Führungskraft ist also ein größeres Tier, wenn wir es mal so sagen, ja, wie eine Art Giraffe beispielsweise, also die über den Dingen schon den Kopf hält und sehen kann, was läuft, aber schon deutlich tiefer als der Unternehmer. Und der Mitarbeiter selber, der ist auf dem Boden unterwegs. Ja? Auf dem Boden, also sprich da, wo wirklich die Arbeit gemacht wird. Das heißt nicht wichtig, unwichtig, das ist überhaupt keine Bewertung, sondern einfach von dem Bereich, wo die Person ist. Ja? Und da musst du unheimlich drauf achten. Und ansonsten kommst du auch aus dieser Nummer niemals raus, weil du permanent im Hamsterrad sein wirst und immer überlegen, also immer praktisch in dem Konflikt zwischen eines Arbeiters, Fachkraft, und eines Managers sein wirst. Und genau das ist das Hauptproblem eines Solo-Selbstständigen, eines selbst und ständigen Menschen, der versucht da draußen, sag mal, ein bisschen Geld zu verdienen. Ja? Und das macht auf Dauer keinen Sinn, weil das ist zermürbend. Und es ist so viel einfacher, wenn man eben diese Struktur, die Prozesse und das System aufgebaut hat, wirklich dann auch nachher Mitarbeiter zu finden, weil es viel, viel leichter ist, die Leute in die Arbeit zu bekommen und dann auch gar kein Riesenproblem mehr ist, was bei vielen im Kopf ein Riesenproblem ist. Ja? Also, was ich dir sagen kann, ist, raus aus dieser, aus diesem reinen Fachkraftdenken, Fachkrampf kann man auch schon fast sagen, aus diesem reinen Fachkraftdenken hin viel mehr zu Struktur, Prozess und System, damit du dich immer mehr praktisch zur Führungskraft und zum Manager entwickeln kannst, weil dann wirst du auch sehr einfach und sehr leicht Leute finden, die dir helfen, also Mitarbeiter, also Menschen, die mitarbeiten und mit anpacken, dein Unternehmen, deine Idee an deinem Standort groß und stark zu machen. Ja? Und das ist viel, viel cooler, als eben jeden Mist selber zu machen, was am Ende des Tages unheimlich viel Energie und Zeit kostet. Ja? In diesem Sinne, schreib gerne in die Kommentare rein, wo du gerade stehst, an welcher Stelle bist du und lass auf jeden Fall ein Abo da, damit du kein Video verpasst. Folg mir auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, LinkedIn und Facebook und auf jeden Fall, wie gesagt, Abo nicht vergessen, es wird Zeit. Ja? Und ich wünsche dir alles Gute bis dahin, viel Erfolg.